Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei GooseGox. Ja, wir wollen uns endlich dran wagen ans Finale. Ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern. Ich hoffe es inständig. Denn es ist einfach... Wir haben es ja letztes Mal schon gesehen, es ist schwer. Es wird schwer. Ob es wirklich schwer ist. Allein dieser Anfang nervt mich. Moment. Ach, nee, sag mir jetzt nicht, ich darf hier... ich darf hier wirklich den Gog aussuchen für... Also bin ich gar nicht auf den Fels... Oh! Oh! Ich trottel. Gut, das wurde mir aber auch nicht gesagt. Ich nehme den Standard-Gog. Ich denke mal, wir probieren es damit erst. Ja, damit wird es gerade aber nicht besser. Ah, diese... ist das ekelhaft. Aber damit ist schon mal eine große Last von mir gefallen. Das wäre aber mal... Das wäre eigentlich mal auch ein schönes Ende. Das finale Level mit allen Gogs mal zu schaffen. Aber ich glaube, mit dem Aero-Gog schafft man das allein schon nicht. Ich schaffe das schon mit dem normalen nicht. Oh, ist das ekelhaft. So. Und rechts, links. Ja, ich habe ein bisschen Sabbelwasser getrunken. Also, das heißt auch extra Sabbelwasser, weil ich es mit dem Edding draufgeschrieben habe. Wunderbar. Ach Gott, das wird so ekelhaft. Au. Das wird echt ekelhaft. Sabbelwasser, ja, ja. Ich hab... Eigentlich ist es nur normales Wasser. Von der Marke GG. GNG. Ich werde hier keine Endprodukte nennen. Die Endprodukte. So. Boah, Leute, ich weiß nicht, warte, ich guck mich jetzt erstmal um. Okay, hier ist eine ganze Menge am Machen. Wie soll ich das... Ich schmiede jetzt erstmal einen Plan. Also, ich falle runter. Das ist der Plan. Wieso wird das dunkel? Eher ekelhaft. Also, wir springen da runter. Wieso zeige ich mit dem Finger? Das ist dämlich. Ja, also, ich springe runter zum dritten Mal. Und da muss ich immer hin und her springen eigentlich, um die ja zu besiegen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das anstellen soll, aber hey. Wenn die besiegt sind... Obwohl oben, die könnte ich doch schaffen sogar. Da könnte ich... Wir probieren es mal erst oben, ob ich die vielleicht irgendwie besiegen kann. Mir wäre es natürlich... Achso, ja, das ist sowieso... Hätte ich neu starten müssen, weil so viel Zeit vergangen ist. So. Schieß. 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 Nein, aber so ähnlich möchte ich es machen. Also Cheese im Sinne von nicht Käse, weil der ist ja nicht gut für mich. Das wisst ihr ja. Könnte man wissen. Na, nicht aufgepasst, ne? Ja. Ach komm schon. Nope. Das wird ekelhaft. Oh ja, dieses Spiel macht Spaß. Bis jetzt. Hey! Ja, der war ein bisschen gemein. Ich muss das besser timen. Ja, das war jetzt auch nicht so ein gutes Timing. Aber ich hätte doch lieber gerne jemanden dabei, der an meiner Seite schwafelt und euch ablenkt. Nein! Scheint irgendwie auch kein gut. Ich bin dämlich. Ich sage voraus, wenn ich das da unten geknackt habe, dann ist der Rest gar nicht so schwer. Ach, das wird so unglaublich nerviger Content. Ihr dürft jetzt schon mal sagen, ob ich nach 5 Folgen irgendwie cutten darf. Dann mache ich so ein Highlight-Video draus. Wenn ich es in 5 Folgen immer noch nicht geschafft habe, mache ich einfach den Rest ein Highlight-Video draus. Dann wird es vielleicht... Nee. Nee, wir ziehen das durch. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, aber hey. Ah, bisschen Optimismus versprühen. So. Okay, der ist neu. Der war cool. Der war super. It's me, Mario. Runter. Yeah. It's me, Mario. Das war... Oh, genau richtig. Nein, 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 nein. Let's make me so sad. So. Ich muss die überspringen, aber dann komme ich ja nicht mehr zurück. So.
Tontauben schießen. Hey. Wunderbar. Ich möchte aber nicht die Tontaube sein. Hey. Komm, komm, komm. Ah, wow. Ganz ruhig. So. Aber das ist ein Fortschritt. Das nicht. So. Komm. Ja. Hey. Nein, oh, danke. So, jetzt kommt von oben runter. Ach so, da kann ich doch nicht bleiben. Okay, Moment, ich muss erstmal beobachten. So, jetzt geht ihr rüber. So, das dauert aber zu lange, meine ich. Aber das ist gut. Ja, ich gehe das jetzt erstmal vorsichtig an. Ja, von wegen vorsichtig, ne? Hm. Aber wir erzielen Fortschritte. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Das war dämlich. Das ist dumm. Ja, das... Aber so kann ich Zeit sparen. Haha, so nicht. So nicht, liebe Leute. So nicht. Und ich übersteuere hier immer leicht. Meh. Auch eine Stimme. Voll übersteuert. Yo, Bitches. Nein. Wurst. Ja, unten. Jetzt kommst du und... Stopp. Vielleicht sollte ich auch den Stachelgott nehmen. Der wäre vielleicht gar nicht so übel. Für... Ja, ich guck mir das mal an hier. Au. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass der Stachelgott hier nicht die schlechteste Wahl wäre. Nein, 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 nein. Wir haben schon die Hälfte, naja, was heißt Hälfte? Jetzt fange ich schon an. Die andere immer mit ihren 15 Minuten. Yay, Tontauben schießen. Oh Mann. Ah, herrlich, herrlich, schönes Level. Das Beste kommt zum Schluss, aber hallo. Hey! Wunderbar. Uah! Uah! Nein! Ich bin feige. Oh, Dunkelheit ist blöd. Ich bin hier nicht bei Riddick. Er mag die Dunkelheit. Oh! Oh! Weg! Achso, jetzt kann ich auch hier bleiben. Wunderbar. Das ist natürlich sehr schön. Und ich wette, hier kommt dann auch nachher das Ziel. Also, falls wir das jemals sehen werden. So. Wie kriege ich die da runter? Hä? Ah! Oh nein! Das ist ja ein bisschen gemein, aber hey, weiter Fortschritt. Vielleicht komme ich ja doch nicht auf meine... Also ich habe ungefähr gesagt, wenn ich unter zwei Stunden das schaffe, bin ich gut. Oder freue ich mich. Bin ich nicht gut, dann bin ich immer noch nicht lange nicht gut, aber dann freue ich mich. Sehr schön, das klappt. Oh nein, fuck, da kommt was. Flieht ihr nach oben? So, jetzt kann ich hier bleiben, was sehr schön ist. Okay, das scheint... Also, Übungssache, das ist ja... Na gut, das ist alles Übungssache, ist klar. Geschicklichkeitsspiele sind meistens nur reine Übungssache. So. Ja, ja. Nein. Aber das... An sich sieht das schon sehr gut aus. Ah, ich bin gerade so ein bisschen stolz auf mich. Ah, ey, ich bin nicht... Ah, da kommt wieder was. Nein! Wow, der war knapp. Eigentlich müsste ich da, glaube ich, wahrscheinlich dann rüber. Ja, das war schon von Anfang an nicht so gut. So, oben, unten und hinterher. Nicht. Wunderbar. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ah. Ah. Und tschüss. Ich mag dieses Platzgeräusch. Das ist ein schöner Soundeffekt. Ah, Moment. Warten, warten, warten. Jetzt. Na, Fall. Danke. Fall. Jo. Moment. Ja. 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 Na?
Ja. Na? Ah. Verarsch mich doch nicht. Ah, dunkel. Nein! Ah, der ist fies. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Mensch, wir sind hier im Finale von Goose Girls, also im Finale im Level, nicht im finalen Part, das wahrscheinlich noch lange nicht. Aha. Ich muss mal sehen, je nachdem wie lange das dauert, werde ich das auf eine oder zwei Folgen. Jetzt spreche ich schon von zwei Folgen, jetzt wird er überheblich, jetzt wird er überheblich, jetzt hat er. Hat er Blut geleckt, jetzt wird er überheblich. Ja, ja. Hey! Nein, 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 nein. Zu viel X. Zu viel X. Ah. Nee, 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 nee. Ich gehe da nicht hoch. Nein, nein. Jetzt gehe ich hoch. Nein. Run, Forest, run. So. Weg. Danke. Nein, nein. Nein. Welche Aufregung hier. Mein Puls rast, mein Blut kocht. Und der Gock ist wütend. Gock wütend. Nein, das war dämlich. Nein. Nein, hätte ich gerne das Klingelton. Do! Was wie Homer Simpson. Oh Gott. Nein. Genau deswegen. Nein. Und weg. Also diese ab und zu auftretende Dunkelheit ist fies. So, ruhigen und weg. Und... Beruhig dich, Goggi. Beruhig dich. Ganz ruhig. Wunderbar. Nee, 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 warten. Warten. Ne, und hopp, und hopp, und warten. Ah, er ist er, dann du, dann du. So. Ihr wart fies. Hi. Okay. Er ist wirklich fies. Fallt. Was ist mit euch los? Hey, ja, die sind ja ekelhaft. So, jetzt nur noch die unten. Sie von den unten nicht verletzt werden. So, jetzt kommt oben. Wo, wie weit fliegt er? So, okay. Oh, das ist ja. Okay, das Timing habe ich noch nicht raus. Mhm. Ich traue mich nicht. Ja! Komm! Ja! Ja! Die werden sich jetzt hier auch im Haus denken. Das ist kaputt. Oh. Oh Gott. Dafür, dass ich so eine Angst hatte und jetzt über eine Woche nicht aufgenommen habe. Ah, herrlich. Game One wird sogar erwähnt. Wie schön. Ach ja. Ah, herrlich. Ideen und Entwicklung. Frederik Schimmelpfennig. Publisher Crimson Cow, Carsten Otto, Andrea Hütten und Georg Hach. Musik und Soundeffekte, Pedro Macero Camacho. Guter Mann, guter Mann. Additional SFXCO, Jonathan van den Vinchigan, Benjamin Rousseau, Andreas Reich, Brother, Sister, Dad. Und so weiter, ihr lest es ja. Thank you for playing, ja. Greetings to Moritz Vogel, Bastian Falkenhagen, Victor Marti, Marius Kalkhoff, Olle Neumann, Game One. Natürlich. Schön, Leute. Schön, Leute. Schön, Leute. Wunderbar. Geil. Geil. Ich bin glücklich. Ein Projekt ist fertig. Ihr werdet es heute noch sehen. Ah, ich habe endlich wieder ein Projekt fertig. Es ist so schön. Ich könnte heulen. Und es hat einfach wirklich nicht so lange gedauert. Ich bitte dich, was war das jetzt? 13 Minuten? Ah, geil. Brillant, 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 es ist so brillant. Ah, schön.
Ich freue mich. Ja, ihr dürft jetzt bitte wirklich eure Meinung zum Spiel dalassen. Also vom Sound her, also von den Soundeffekten, die ich wirklich gut fand. Wie gesagt, dieses Platzgeräusch. Von der Spielidee überhaupt her, von Levelaufbau, von den ganzen Level, von den Ideen der Gorgs. Ich mochte dieses Spiel. Ich find die Gestaltung sehr schön, vor allem diese krass überbelichteten Level oder dieses Schwarz-Weiß-Level. Oder am geilsten, wo auch das Erdmännchen dabei war. Erstmals auftauchenden, simpel gezeichneten Level. Die waren sehr geil. Die sahen wirklich super aus. Das ganze Spiel sieht an sich sehr super aus. Es ist relativ simpel gehalten, aber es sieht einfach nur unglaublich super aus. So von der Beleuchtung her, dieser Farbwechsel jetzt im Hintergrund, der hier wieder ist. Die Musik ist wunderschön. Ich möchte den Soundtrack haben. Das ist so herrlich. Ich freue mich gerade wirklich dafür, dass es so viel Angst gab, da dieses blöde Level zu schaffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Lukas jetzt so ein bisschen enttäuscht ist vom Level, aber ich könnte ja theoretisch wirklich einen Bonus ranhängen, wie ich das Level noch mit anderen Gocks versuche, aber wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Nicht mit dem Felsgock, nicht mit dem Aerogock. Mit den anderen kann ich mir das alles noch vorstellen, aber mit dem Fels und Aerogock sage ich, ne, wird nichts. Allein der Felsgock ist schon bei diesen Präzisionssachen ganz links völlig überfordert und der Aerogock, den kann man nicht schnell genug in der Sprungtätigkeit kontrollieren, bis er wieder ruhig ist und man den mit irgendwas Sinnvolles anstellen kann. Deswegen sage ich, mit denen ist das sehr, sehr, sehr schwer machbar. Nicht unmöglich. So großkotzig werde ich jetzt nicht, aber hey. Muss ich jetzt auch nicht. Ich habe es geschafft, zumindest. Mit dem normalen Gok. Freut mich. Ich sage danke für alle, die das Projekt gesehen haben, die es kommentiert haben natürlich, die jetzt noch kommentieren werden. Ich werde natürlich darauf antworten. Und ja, das war Goose Gox. Frederik, hast du gut gemacht. Hast ein gutes Spiel gezaubert, muss man mal sagen. So, Leute, bis dann. Wir sehen uns bei den anderen Projekten, bei den nächsten. Könnt ihr überall mal reingucken. Ihr findet sicherlich auch auf meinem Kanal noch was. So, macht's gut.